Heute soll es einmal kein klassisches Tutorial geben wie sonst, sondern wir gehen einmal in eine andere Richtung, und zwar Denkanstoß. Wir haben uns ein Szenario überlegt, worüber wir mal mit einer Caritas-Stiftung gesprochen haben, zu einem Konstrukt, wie man eventuell ein SharePoint aufbauen kann, wenn man ganz oben eine Holding hat. Diese Holding hat vielleicht verschiedene Unternehmensgruppen gekauft und die gliedern sich auch wieder auf verschiedene Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen, und am Ende des Tages hat man vielleicht ein sehr komplexes Konstrukt und möchte jetzt vielleicht nicht 20, 30, 40 Intranets aufbauen. Da gibt es eventuell Mittel und Wege, über die wir kurz sprechen möchten. Ein Beispiel dafür habe ich hier einmal aufgebaut. Nehmen wir jetzt einmal unsere Akademie. Sagen wir einfach mal, die Akademie ist jetzt unsere Holding und wir haben zig verschiedene Firmen, die aber im Kern dasselbe machen. Die Kerne sind, wir haben jetzt 6 Unternehmen, die speziell im Bereich Schulung unterwegs sind. Dann haben wir vielleicht noch 2, 3 Unternehmen, die Softwareentwicklung betreiben und auch nochmal Unternehmen, die speziell auf Consulting ausgelegt sind. Nun könnte ich natürlich hergehen und für jede Firma ein gesondertes Intranet zusammenbauen. Dann habe ich natürlich auch sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit. Und wenn ich das so administriere und berechtige, dass nur die Person des Unternehmens Zugriff drauf haben, habe ich auch in meinem Unternehmen keinen Austausch. Meine Mitarbeiter können sich nicht über das informieren, was die anderen Unternehmen machen, was die anderen Abteilungen machen, Bereiche, sondern sind in sich gekehrt, und das möchte ich nicht. Hier unten in dem Bereich wäre es jetzt sinnvoller, jetzt keine Bilder aufzuführen, sondern eher Artikel und Informationen. Hier könnten Informationen aufgebaut werden und hinterlegt werden, die jeden in unserer Holding interessieren, sei es jetzt durch die Pandemie ein Hygienekonzept oder wir machen wirklich große Events für die gesamte Holding oder haben Informationen, die für jeden einzelnen Mitarbeiter relevant sind. Diese könnten dann hier stehen. Nun haben wir allerdings auch 6 Unternehmen, die sich mit dem Thema Schulung beschäftigen. In der Holding haben wir jetzt im besten Fall eine Personalabteilung, die den kompletten Bereich bearbeitet. Dann könnte ich jetzt hergehen, sagen, ich bin jetzt ein Schulungsmitarbeiter, gehe jetzt auf den Schulungsbereich und zack, bin ich im Intranet dieser Unternehmen, die sich nur mit der Schulung beschäftigen. Der Content hier ist speziell für diese Person ausgelegt und aufgebaut, und auch dieses ganze Konstrukt, was wir hier sehen, der Hub ist auch in sich geschlossen und in sich gekehrt für den Schulungsbereich. Wenn ich mich jetzt hier innerhalb dieses Intranets durch die Gegend manövriere, habe ich speziell jetzt meinen Datenschutz-Content, kann aber auch immer noch hier oben links über Intranet auf die Startseite des Schulungsbereichs springen. Möchte ich nun Informationen von den Entwicklern haben, kann ich über Landing auf die Hauptlanding-Seite geraten, gehe jetzt in den Softwareentwicklungsbereich, klicke hier drauf und werde dann in einen anderen SharePoint geleitet, der sich komplett um den Softwareentwicklungsbereich kümmert. Im Consulting-Bereich sieht das genauso aus. Jeder Bereich für sich sind mehrere Unternehmen, was man auch theoretisch machen könnte. Das wäre dann aber zu komplex, dass man diese Kernbereiche aus verschiedenen Unternehmen zusammenführt und in einem SharePoint parkt. Nehmen wir jetzt wirklich mal an, unter der Holding haben wir hier eine Unternehmensgruppe und diese Unternehmensgruppe hat wiederum 6 Tochterunternehmen unter sich und diese Tochterunternehmen kümmern sich nur um die Schulung. Das ist viel einfacher. Oder ich habe eine gemeinnützige Stiftung, das ist auch eine Holding und die betreibt jetzt mehrere Altenheime, mehrere Schulen und vielleicht auch mehrere Kindergärten. Dann könnt ihr euch auch hergehen und sagen, aus Schulungen machen wir jetzt Altenheime, hieraus machen wir Kindergärten und hier draus machen wir Schulen. Und dann könnte auch wieder jeder Bereich für sich selber die Informationen konsumieren, die für ihn wichtig und relevant sind. Aber sie können auch in die anderen Bereiche reinschauen und gucken, was sich da so tut, was sich da so verändert. Und wir haben wieder den Austausch, die Offenheit, die Transparenz und auch wieder das Teamgefühl. In diese Richtung soll dieser Gedankenanstoß einmal gehen. Was habe ich für Möglichkeiten, gerade dann, wenn ich ein sehr großes Unternehmen habe, was verschiedene Geschäftsbereiche abdeckt oder vielleicht verschiedene
Unternehmensgruppen hat, verschiedene Tochterunternehmen hat. Ja, ich kann für jeden einzelnen Bereich immer was aufbauen, aber das ist, wie gesagt, für die Administration und für die Verwaltung sehr aufwendig und kostenintensiv. Das wäre jetzt quasi eine Möglichkeit, den Aufwand geringer zu fahren, aber dennoch für die einzelnen Bereiche oder für die einzelnen Unternehmen in meiner Holding immer noch genügend Information, Transparenz und Kommunikation zu bieten, der dann auch zeitlich hinnehmbar und vertretbar ist. So viel erstmal zu meiner Idee. Eventuell seid ihr ja auch in der Situation, dass ihr für ein sehr großes Unternehmen ein Intranet aufbauen müsst, nicht genau wisst, wie ihr das machen sollt. Und gerade dann, wenn man wirklich sehr viele Unternehmen unter einem Deckmantel hat, ist das eine Idee, über die man überlegen könnte. Aber da, wie gesagt, ist der Denkansatz wieder ausschlaggebend. Überlegt euch das, denkt mal drüber nach. Ist das vielleicht ein Konzept, was man im Hinterkopf behalten sollte für den Fall der Fälle? Oder ist das vielleicht eine Idee, die niemals in die Umsetzung gehen kann, weil wir zu wenig Dinge bedacht haben, weil die Sache doch zu komplex ist? Entscheidet selber. Und wenn ihr eventuell sowas schon mal gesehen habt oder selber aufbauen möchtet, wäre ich natürlich auch an euren Erfahrungen interessiert.